Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Rechnen mit ganzen Zahlen. Konkret geht es um 5 Subtraktionen. Wir befinden uns im Zahlenraum von 1 bis 100. Diese Beispiele sollten daher im Kopf durchaus lösbar sein. Ich werde dennoch, um dir die Technik entsprechend näher zu bringen, die Beispiele genauer aufschreiben. Starten wir mit dem ganz einfachen 42 minus 8. 42 minus 8 kann ich natürlich elementar im Kopf rechnen, indem ich diese 8 von 42 abziehe oder indem ich in der Zeile subtrahiere. Indem ich so tue, als ob die beiden Zahlen untereinander stünden, ich mir überlege, 8 ergänzt sich auf 2 bzw. den nächsten Zehner 12 mit 4, dann muss ich einen Zehnerübertrag berechnen und dann habe ich noch von 1 auf 4 3 als Differenz. Alternativ dazu kann ich mir auch Folgendes überlegen. Die Differenz ist ja der Abstand zweier Zahlen. Der Abstand zweier Zahlen ändert sich aber nicht, wenn ich beide Zahlen um denselben Betrag erhöhe oder erniedrige. Wenn ich zum Beispiel 8 um 2 vergrößere und gleichzeitig auch 42 um 2 vergrößere, dann muss die Differenz, also 34, gleich bleiben. Und bei 44 minus 10 sehe ich diese Differenz vielleicht noch einfacher als bei 42 minus 8. Das Ergebnis, wie schon gesagt, ist 34. Beispiel B ist die Fortsetzung von Beispiel A. Wir rechnen nun statt 42 minus 8, 8 minus 42. 8 minus 42 kann ich natürlich, wenn ich das Ergebnis von 42 minus 8 schon kenne, ganz einfach berechnen. 8 minus 42 ist ja dasselbe wie minus 42 plus 8, beziehungsweise, wenn ich es heraushebe, minus 42 minus 8, also minus 34. Natürlich haben 8 und 42 in beide Richtungen denselben Abstand. Nur einmal gehe ich nach links, einmal nach rechts. In diesem Fall habe ich also ein negatives Ergebnis, weil ich mehr oder weniger am Zahlenstrahl nach links gegangen bin. Diese minus 34 geben wir noch als Ergebnis hier an. Beispiel C. 37 minus 22 ist natürlich elementar direkt lösbar, indem ich die Ziffern einzeln subtrahiere und mir hier 15 ausrechne. Ich kann auch wieder alternativ mein 22 verringern um 2 auf 20. Ich muss natürlich dann analog auch 37 auf 35 verringern und erkenne die Differenz vielleicht nur noch einfacher. Allerdings natürlich wiederum ist es 15. Beispiel D lädt uns wieder in den negativen Bereich ein. 18 minus 54. Rechne ich natürlich konkret wieder als 54 minus 18, aber negativ genommen. Und diese 54 minus 18 können wir wieder in der Zeile subtrahieren, 8 auf 14 ergänzen und so weiter. Oder eben, indem wir wieder, was für die Kopfrechnung viel einfacher ist, 18 um 2 erhöhen, 54 um 2 erhöhen und dann das Ergebnis aus diesen beiden Rechnungen schlicht und einfach anschreiben. Wir erhalten minus 36 als Differenz dieser beiden Zahlen. Und schließlich Nummer 5, 72 minus 49. Bei 72 minus 49 bietet sich jetzt natürlich direkt an, jeweils um 1 zu erhöhen. 73 minus 50. 73 minus 50 ist elementar gerechnet 23 und das Ergebnis ist auch schon klar. Und mit diesen 5 Differenzen ist das Beispiel auch schon gelöst.